Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Bonchance Box von Chelo und Abdi. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bonchance von Chelo und Abdi. Vom Boxdesign her finde ich es echt gelungen, echt gut gemacht. Also wir haben hier wie ein Drogenpaket, sage ich mal, mit Panzerband, mit silbernem Panzerband zugeklebt. Und hier an der Seite sieht es aus, als wäre es aufgerissen. Hier haben wir die Info, produziert von M3. Das Ganze hier in so einer Stempeloptik, also wie so ein Siegel, wie so ein Stempel. Sehr schön. Und hier rundherum laufen diese silbernen Panzerbänder. Dann haben wir hier noch einen Stempel, Aslaks. Und auf der Rückseite, auch wieder in dieser Stempeloptik, die Credits bzw. die Infos und der Barcode. Alles klar, es klappert schon. Jetzt schauen wir mal, was sich in der Box befindet. Also wir haben hier so eine reguläre Klappbox zum Aufklappen. Und wir haben einmal ein T-Shirt, einen Tourflyer, einen Sticker, einen zweiten Sticker, eine Autogrammkarte, eine zweite Autogrammkarte, einen Merchflyer, eine Münze, ein Poster, zwei Poster und das Album Bonchance. Das Album hier in dieser Einfassung drinnen, das Ganze hier festgeklebt. So, Box machen wir mal wieder zu und wir starten wie immer mit dem Album. Sehr ungewöhnliches Cover, warum? Weil wir hier einen Aufkleber haben über die Tour-Dates. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte das, ich finde es jetzt nicht so geil, ich hätte das eventuell vielleicht ins Booklet mit reingelegt. Jetzt haben alle CDs diese Tour-Dates da aufgeklebt und ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wenn ich die jetzt hier versuche runterzumachen, inwieweit dann Rückstände oder so bleibt. Ich lasse jetzt mal oben, schauen wir es dann mal in Ruhe an. Also wir haben hier die Tourdates und hier das Cover Chelo und Abdi mit ihrem silbernen BMW. Bonchance lesen wir hier. Und auf der Rückseite haben wir die Infos, 17 Tracks an der Zahl. Meine Favoriten von dem Album sind Kickstart, also Nummer 1, und Gargoyles Nummer 8. Also das sind meine Favorites. Wir haben Features hauptsächlich aus dem Camp oder aus dem Umfeld der Aslaks. Wir haben einmal Haftbefehl und Ratar auf dem Track 10. Und dann haben wir noch Hannibal, Vaisel und Oleg Sesh. Das war's, was die Features betrifft. Und dann werfen wir mal einen Blick in das Album bzw. in das Booklet. Okay, auch hier wieder ein Chabos Flyer. Ja, genau, so hätte ich mir das vorgestellt. Ein Flyer zu den Tourdates, vollkommen ausreichend. Hätte man sich das vielleicht sparen können. Okay. Dann haben wir hier jetzt endlich das eigentliche Booklet. Das Logo von Chelo und Abdi. Dann haben wir hier Aufnahmen der beiden und die Tracks aufgelistet, allerdings ohne Infos. Bin gespannt, ob die noch kommen. Weitere Aufnahmen, Features zumindest angegeben. Chelo am Einrappen. Hier die Credits. Okay, gut. Nachdem wirklich alle Songs produziert und gemastert wurden, oder schauen wir gerade, nein, gemixt und gemastert von Lex Barkey, aber alle Tracks produziert von M3, musste man das jetzt hier nicht extra dazu schreiben, weil normalerweise, ihr kennt das, hat man dann hier in der Tracklist die Produzenten stehen. Gut, wenn das alles über M3 gelaufen ist, dann ist das natürlich auch so ausreichend. Hier noch zwei mir unbekannte Männer neben Chelo und Abdi.
Und hier nochmal das Logo. Alles klar. Dann geben wir das Booklet mal wieder zurück in das Cover und kommen zu der CD. Auch hier wieder das Logo. Gefällt mir richtig gut vom Design her. Auf der Rückseite lesen wir nochmal Chelo und Abdi, Bonne Chance. Und um nochmal kurz zu diesen Flyern zu kommen, wir haben einmal hier diesen Einleger zur Tour, die Tour Dates. Beide Seiten bedruckt, aber selber Inhalt. Entschuldigung. Und dann haben wir hier noch einen Flyer bzw. Einleger zum Chabos Shop Official Collection. Also, 10% Rabatt auf Aslaks Merchandise. Gut, dann haben wir hier nochmal zwei Flyer. Hier, wie gesagt, zur Tour. Rückseite weiß. Und hier nochmal einen Chabos Einleger zur aktuellen Kollektion. Zwei Autogrammkarten, freut mich sehr. Oftmals ist das ja mit einer Autogrammkarte gelöst, auf der dann beide unterschreiben. Nein, hier haben wir zwei Autogrammkarten. Einmal Abdi beim Friseur, hier mit silbernem Stift unterschrieben, Rückseite weiß. Und Chelo im Auto, in seinem BMW, ebenfalls unterschrieben, allerdings mit schwarzem Edding. Und auch die Rückseite weiß. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir die zwei Sticker. Einmal in quadratischer Form Aslaks, das ist eben dieses Stempellogo, das wir schon von der Box kennen, auf diesem silbernen Panzerband. Und dann ebenfalls von der Box Chelo und Abdi Bonne Chance im Querformat. Sehr schön. Dann haben wir diese Münze, also die wurde beschrieben oder betitelt als sogenannte Flachsmünze. Chelo und Abdi Bonne Chance lesen wir hier, produziert von M3, hier noch das Logo. Und hier auf der Rückseite nochmal das Logo und 2015 lesen wir hier. Also was auch immer ihr mit dieser Münze macht, Kopf oder Zahl oder vielleicht versucht irgendeinen Automaten zu täuschen, je nachdem, ist natürlich euch überlassen. Dann haben wir zwei Poster an der Zahl. Einmal dieses hier. Im Hochformat, Chelo und Abdi, Bonne Chance, produziert von M3, steht hier noch. Also, das ist das Cover. Und dann haben wir noch ein zweites Poster. Ups. Ebenfalls im Hochformat, die beiden Herren hier auf der Straße. Auch hier wieder produziert von M3. Aber es gefällt mir echt gut, dass man hier zwei separate Poster gemacht hat, weil beim doppelseitigen Poster ist natürlich dann immer die Frage, welche Seite hänge ich auf, und man kann sich ja dann im Endeffekt nur für einen entscheiden. Und hier könnte man wirklich beide nebeneinander verwenden. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box noch das T-Shirt. So sieht das Ganze aus. Also das T-Shirt in schwarz. Bonne Chance steht hier und hier eine Sprechblase Stödö Dev, beziehungsweise Stödö Dev. Ihr kennt das von Chelo und Abdi. Slang. Rot-weiß das Ganze gehalten. Sieht aus wie so eine Action-Sprechblase, wie zum Beispiel aus Donald Duck oder solchen Comics. Und wir haben keinen Neckprint. Und das T-Shirt ist ein Gildan Softstyle, Größe L, 100% Baumwolle und Made in Bangladesch das Ganze. Alles klar. Schauen wir uns jetzt nochmal kurz im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier im Brustbereich diese Sprechblase und darunter noch in weißer Schrift Bonne Chance. So sieht das Ganze aus. Ist auf jeden Fall ein Blickfänger, sage ich mal, und gerade die Kombination aus Schwarz-Rot-Weiß immer sehr gelungen farblich in meinen Augen. Kann man gut anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, die zwei Poster im Hochformat, diese silberne Münze, die zwei Sticker, einer quadratisch, einer rechteckig, die zwei Autogrammkarten, einmal von Chelo und einmal von Abdi unterschrieben, und
das Album an sich Bon Chance. Das alles in dieser wunderbaren Box. Bon Chance von Celo und Abdi. Mich würde natürlich interessieren, was eure Meinung zu dem Album bzw. zu der Box ist. In die Kommentare damit. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Celo und Abdi unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.